Hallo Freunde, willkommen zu meinem Agritechniker-Video. Ja, es ist soweit, Agritechniker 23 ist da, ist aber auch schon wieder zu Ende, weil ich ja jetzt wieder zu Hause bin und jetzt das Video für euch mache. Eigentlich hatte ich die Anmod auf der Messe gedreht, aber ich habe jetzt einen saudummen Fehler gemacht und jetzt ist meine Datei kaputt. Und ja, jetzt machen wir es halt so. Ja, ihr kriegt jetzt Folgendes. Wir gucken uns die Bilder zusammen an, danach kommt ein kleiner Zusammenschnitt mit Videos, die ich gemacht habe auf der Messe und dann im Anschluss packen wir noch meine Tüte aus mit den Geschenken und mit den Sachen, die ich gekauft habe. Genau, das ist so das Agritechniker-Video. Ähnlicher Style wie damals das AIDA-Video. Einfach auf ganz entspannt. Ja, einfach weil ich, dann kann ich auf der Messe einfach besser gucken und machen und tun und muss dann ja die ganze Zeit filmen und denken, oh, ich brauche das noch fürs Video, sondern ich habe das, was ich eh gemacht habe und das zeige ich euch jetzt einfach. Also, Film ab und viel Spaß. So, Freunde, es ist soweit. Ja, mein Vergangenheits-Ich hat euch jetzt ja schon vorgewarnt, wir machen es wieder wie bei der AIDA oder wie im AIDA-Video. Wir gucken uns ein paar Bilder an, ich erzähle euch ein bisschen was auf der Agritechniker abging. Und ja, im Anschluss habe ich dann noch ein bisschen Videomaterial für euch zusammengeschnitten, das ich noch aufgenommen habe. Das kommt dann jetzt im Anschluss. Und danach kommt direkt mein Unboxing zu meinen ja, Sachen, die ich da, Werbegeschenke, die ich gekauft habe, alles, was ich halt da von der Messe mitgenommen habe. Das zeige ich euch natürlich auch. Aber jetzt schauen wir erstmal noch ein paar Bilder an. Das sind, glaube ich, über 160 Stück. Ja, hier mal als allererstes den New Holland CR11. Ja, von hinten ist ein bisschen unscharf. Genau, ich bin nämlich Nord 2 reingegangen. Da war ich dann in Halle 2. Halle 2 habe ich eigentlich komplett übersprungen. Da ist ja nur so Kleinteilzeug drin gewesen. Ich glaube, das war auch die, oder Softwarehalle. Fragt mich nicht, habe ich übersprungen, oder habe ich, ja, übersprungen, bin ich mal schnell durchgerusht. Dann Halle 3 war ja direkt CNH, also sprich Case, Steyr und New Holland und Flexicoil, Case Construction, New Holland Construction und so weiter und so fort. Genau, New Holland Stand war dann sozusagen mein erster Anlaufpunkt und dann auch direkt das erste wichtige Sache abgecheckt, die ich mir anschauen wollte. Und zwar eben der New Holland CR11, ein richtig, richtig schöner Drescher, der gefällt mir richtig gut. Hinten das Bild ist ein bisschen unscharf geworden. Der sieht von hinten richtig geil aus. Genau, dann haben wir hier noch bei New Holland die. Das ist T7, 2x T7, das da hinten mit Frontlader ist ein T6 irgendwo. Ja, genau. Das war's schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die sortiert habe, die Bilder. Es kann auch sein, dass da jetzt irgendwann später nochmal was von New Holland kommt, keine Ahnung. Genau, direkt hinter New Holland war der Nexhard-Stand, auch ein Hotspot, den ich unbedingt anschauen wollte. Dieses Nexhard-Gerät, also ich finde. In echt sieht es dann doch nicht mehr so brachial aus, muss ich sagen, wie in den ganzen Videos. Also das Ding ist zwar riesig, 14 Meter Arbeitsbreite, jetzt in dem Fall mit Maispflücker ausgestattet, ist aber richtig interessant. Also ich betrachte das ja immer als LS-Spieler tatsächlich und ich hätte echt Bock, das Ding mal zu benutzen im LS. Aber auch in echt ist es, glaube ich, ein ziemlich geiles Teil. Ich bin ja eh ein Fan von diesem. Ja, Systemfahrzeugen, ein Fahrzeug und kann 10 Sachen gleichzeitig. Da bin ich eh ein Freund von, ihr wisst. Genau, ah, da sind wir wieder zurück bei New Holland. Genau, hier haben wir New Holland Radlader und einen Bagger hatten sie auch da, einen kleinen. Genau, ein Teleskoprad war dahinter auch noch gestanden. Und ein kleinerer Radlader. Auch sehr, sehr geiles Ding. Du kannst auch, also. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Tag komplett durchgemacht. Also ich war, glaube ich, war 9 Stunden roundabout auf der Messe. 8 oder 9 Stunden. Habe alles gesehen. Also ich war in jeder Halle. Ich habe aber diese Kleinteilhalle, also die Halle 15, 16, 17, habe ich nur durchgerusht. Das ist ja nur Motorteile, Getriebeteile, Bauteile, Karosserieteile. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Da bin ich einmal nur schnell durch. Genau, die ganzen wichtigen Hallen habe ich dann schön durchgemacht, das was mich interessiert hat, da bin ich auch über den Stand gegangen, alles andere habe ich mir nur mal so beim Vorbeigehen angeschaut. Deswegen war es jetzt auch das die einfachste und schönste Möglichkeit, einfach euch das zu zeigen, weil wenn ich überall dann hinfilme und dann ewig, dann hätte ich es nicht geschafft. Dann hätte ich es nicht geschafft und da ich jetzt dann auf spontan doch allein war,
hatte ich jetzt auch keinen Bock dann da Samstag auch noch. Also muss nicht sein. Und deswegen habe ich das so gemacht. Aber alles noch, alles safe, alles passt. Gehen wir weiter. Hier sind wir bei Steyr. Da war ein Terrus. Also Steyr war ein bisschen, ja, schwach der Stand. Aber gut, von Steyr erwarte ich jetzt auch nicht viel. Die ist jetzt ja jetzt auch keine so große Marke, muss ich ganz ehrlich sagen. Steyr baut ja nur Traktoren. Und hier haben wir jetzt den Terrus, der war ziemlich geil. Ansonsten hier nochmal. Da war dann auch Multi-Profi und ein Hybrid-Steyr. Der steht da hinten im Eck, aber der müsste dann auch noch kommen. Genau, Case war dann doch ein bisschen brachialer. Da hat man nämlich den Quadrac, den neuen. Dann natürlich Magnum stand noch hinten, Puma, die Farmel-Dinger plus zwei Drescher hatten sie da. Genau, hier haben wir den Case Maxum mit Frontlader, dahinter noch ein Telelader. Genau, der Magnum hier als Roadtruck, also sprich mit Ketten hinten. Und hier hat man noch einen Puma im Special-Lackierung. Mit einem passenden Motorrad daneben. Das habe ich jetzt aber tatsächlich gar nicht mit drauf. Ich weiß gar nicht, warum der Hybrid-Steyr da gar nicht, weil der hat auch geil ausgeschaut von der Lackierung. Genau, nach der New Holland und also nach der 10H-Halle, also sprich Halle 3, kam dann Halle 4. Das war dann mit schon die Kipper. Also Halle 4 und 5 waren ziemlich durchwegs Kipper. Hier hat man den Alu-Cargo von Fortuna, den ich ja übelst geil finde, muss ich sagen. Hier nochmal anders. Genau, Tatra war dann auch noch da. Tatra fand ich fast wenig schade. Das war nur der eine LKW-Mini-Stand. Einer war da von Tatra. Fand ich fast wegen schade. Ich finde, Tatra ist eine richtig geile Agro-Truck-Marke. Also ich finde, richtig geil. Auch der LKW, den sie da hatten, richtig geiles Teil. Genau, Hakenlift-Anhänger habe ich mir auch. Das ist nochmal ein Video. Hä? Keine Ahnung. Ja, Hakenlift-Ständer habe ich auch ein paar reingezogen. Ich finde die Hakenlift eines der besten Systeme auf der Welt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, dann Fliegelstand war auch massiv. Der Fliegel Taurus. Das ist auch eine Speziallackierung. Das war ein Tridem, komplett schwarz. Richtig geiles Teil. Riesengroß. Hier haben wir nochmal ein Fliegelgestänge mit 30 Meter. Also das ist kein Gestänge von irgendjemand anderem, das am Fliegelfass hängt, sondern das ist ein Gestänge von Fliegel. An einem Dreiachser-Güllefass. Genau, dann war da Habe noch. Die hatten einen Ülwe da. Mehr eigentlich auch nicht erwähnenswertes, sage ich mal. IT-Runner, der beste Hakenlift-Anhänger, den man, glaube ich, kriegen kann. IT-Runner, Freunde, ich lieb's einfach. Genau, war auch nur ein ganz kleiner Stand, aber die hatten den Dreiachser und drüben noch einen Zweiachser. Dreiachser ist natürlich das Wahre. Genau, Joskin-Gülletechnik. Bei Joskin hatten wir auch noch zwei Erdmulden, die fanden ich auch noch ganz geil. Ich weiß gar nicht, eigentlich müsste ich. Ich muss mal gucken, ob ich habe safe nicht alle Fotos jetzt hier drin. Wenn nicht, gibt es nochmal ein Teil 2. Ich weiß gar nicht, ob die Fendt und John Deere. Nee, es kann nur sein, dass das alle sind. Nee, sind alle. Krass. Fakt ist, da waren dann noch ein Häckselwagen und zwei Erdmulden. Nee, zwei Erdmulden fand ich richtig heftig. Genau, hier Samen mal ganz kurz vorbei. Also Samen hat auch nichts Besonderes da. Also ich mag Samen eigentlich, ich finde die echt geil. Aber das, was da war, war irgendwie nicht so geil. Genau, war ein Deutz in der Lamborghini-Edition. Ich meine, Lamborghini-Traktoren an sich gibt es ja nicht mehr. Das sind jetzt alles Deutz-Traktoren und das ist nochmal ein ganz neuer. Fast gekotzt. 6er Deutz im Lamborghini-Design, der war auch sehr, sehr geil. Genau, hier haben wir nochmal, das war bei Reisch am Stand, Reisch und Rudolf. Schöner Auflieger, dann Wilton. Die hatten auch einen fetten Tieflader, waren das die? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, die hatten irgendwie mal einen richtig fetten Tieflader am Start, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Genau, hier haben wir, genau, das Agroliner. Auch nochmal ein Hakenlift. Agroliner war auch fett da hinten im Eck. Maus einmal hier hinten. Das ist auch ein richtig fetter Anhänger. Der war, wie gesagt, hinten noch offen, konntest du reingehen. Hier drei Seitenkipper war am Start, Ballenwagen am Start.
Krampe auch mit einer Tridem-Erdmulde, so ähnlich auch die von Joskin, wo ich vorhin gemeint habe, aber ansonsten war Krampe ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, da war nicht viel da, ganz ehrlich, also die Erdmulde und eine große Mulde. Genau, dann ging es in die nächste Halle, jetzt fragt mich nicht, in welche Halle das war, aber die Halle war komplett Kubota, das war eine komplette Kubota, Querendeland- und Vicon-Halle, das ist ja alles dasselbe. Und das seht ihr dann auch dann in den im Videozusammenschnitt noch was von der Kubota-Halle. Genau hier konnte man noch hoch in diesen Bereich gehen. Da habe ich mal einmal runter. Das ist alles Kubota, Vicon und Querneland. Da hinten war noch Great Plains. Aber das war nur ein ganz kleiner Stand. Und das gehört ja alles zusammen. Ich glaube, ganz drüben war dann sogar schon Lemken. Oder ging es dann durch zu Lemken? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall richtig heftig. Und wo ich richtig geschockt war, fast schon, also richtig, das hat mir richtig wehgetan. Ne, Quatsch, aber was ich krass fand, ist, alles, was bei Querneland und Vicon stand, stand bei Kubota nochmal nur im Kubota-Design. Also, absolut krank. Genau, hier haben wir die Querneland-Selbstfahrerspritze. Auch fettes Teil auf jeden Fall. Aber, genau, hier haben wir nochmal so eine Scheibenegge. Genau, Avant. Den habe ich eigentlich gediegen übersprungen. Ich bin echt kein Fan von denen. Aber dann habe ich was gefunden, wo ich dann doch auf einmal Fan war. Und zwar ist es auch nochmal so was Avant-ähnliches, aber viel massiver gebaut. Was ich schon mal viel geiler finde, wie den Avant selber. Genau, bei Giant am Stand war hier der hier in diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Spider-Man-Design. Den fand ich richtig geil. War auch nebendran nochmal in grün gestanden. Aber Giant auch fand ich richtig nice. Genau, Bobcat war mal auch am Stand. Hier nochmal ein Bobcat, der ist Kobler, hat auch ein richtig fettes Teil. Ja. Bei Cat am Stand war mal auch, da war ich auch. Genau, die hatten, war jetzt auch nicht so besonders. Die hatten den Radlader dahinter, den kleinen noch. Und drei Bagger waren noch am Stand. Mercedes auch mit zwei oder drei Unimogs da, den habe ich aber auch übersprungen, den Stand, weil dreimal denselben Unimog wollen wir jetzt auch nicht anschauen. Bei DC oder DAC war dieser Hybrid-Teleskoplader, der ein richtig fettes Design hatte. Ansonsten, ja, die ganzen Teleskoplader einfach. Waycore oder Wancore, ich habe keine Ahnung, ich kann diese ganzen Namen. Da war eine Halle mit lauter kleinen Südost-West-Stadler-Marken. Ich konnte keine Namen davon aussprechen, ohne Scheiß. Es waren lauter so. Es war so ein Stand, eine Sämaschine, nächster Stand, ein Grubber, nächster Stand. Ganz krank war das. Ja, die hatten dann Lindner, war jetzt auch nicht so spannend. Da war auch ein so ein alternativer Antriebs-Lindner am Start. Hinten war noch so ein Unitruck, genau der hier. Aber ansonsten auch nicht so spannend. Aber was ich geil fand, war eben, wie gesagt, wie das Bild da, dieser Kranarm mit drauf. Hier haben wir nochmal eine Wässerwalze, die ich ganz cool fand. Genau, dann kommen wir jetzt am Highlight-Stand. Da habe ich auch die meiste Zeit verbracht am JCB-Stand. Teleskop-Radlader, dahinter ein großer Radlader. Fast-Track, das fand ich auch geil. Der 4000er Fast-Track wurde so in der Mitte geteilt. Auf der einen Seite Agrardesign, der anderen Kommunaldesign mit unterschiedlichen Reifen auch. Genau, da nochmal der Standard und hier im Kommunaldesign. Genau, 8000er Fast-Track war natürlich auch am Start. Auch die Icon-Steuerung durfte man bewundern. Hier nochmal der fette Radlader. Genau. Im Videozusammenschnitt, da auf der anderen Seite war noch ein Kompaktlader und ein Teleskoplader. Auch der 10 Meter Teleskoplader, der neue, der da vorgestellt worden ist. Genau, der war. die waren vorne gestanden. Da habe ich jetzt keine Bilder, die seht ihr dann nochmal im Videozusammenschnitt. Nochmal danke an der Stelle für die Pizza, die ich bekommen habe bei JCB. Genau. Dann war Dammann Truck oder Dammann Spritzen noch am Start mit dieser Dreiachsspritze, die ich richtig fett fand. Richtig fettes Style, genau. Und eine Tandem-Spritze. Die Dammann Spritzen sind eh krass. Dann waren wir bei Rauchsteuer mit diesem punktuellen Düngegestänge am Düngesteuer. Das ist übrigens auch ein Düngestreuer mit punktuellen Abgabegestänge nur gezogen. Genau, Dino oder beziehungsweise Agrio,
Dino, die Selbstfahrersprinter, die es jetzt auch im LS gibt, neu. Ganz geil. Stara war auch am Start, aber nur mit dem Imperator, ansonsten nichts. Genau, hier haben wir nochmal die Agrio Gigant. Das war auch ganz nice. Das ist auch eine Marke, die ich auch noch nie gesehen habe im Leben. Aber die hat eine hoch- und runterfahrbare Kabine, die Spritze. Da sieht man es nochmal ein bisschen besser. Amazone Pantera am Start. Amazone stand auch riesig. Die ganze Halle auf der rechten Seite komplett durch Amazone. Auf der rechten Seite waren dann die ganzen anderen ein bisschen. Dammann und Rauch und so weiter. Genau, Amazone, da war ein halber Glas Bulldog dran gehängt. Das ist auch nochmal ein richtiges Ding. Das Ding ist 5 Meter hoch gefühlt. Aber auch eine Marke, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ganz viele Marken auch, wo ich sage, boah, noch nie gesehen. Güttler stand, da bin ich auch mal ganz kurz drüber gesneakt. Das war auch ganz nice. Dann genau waren wir bei Lemken, der Solitär. Ne, warte mal, der Lemken. Oh, wo ist er denn jetzt? Ach komm, jetzt ist der nicht drauf. Doch. Nee, keine Ahnung. Die hatten den Lemken Gigant 10 oder wie der heißt. Dieser 10 Meter Grubber. Der war riesig, Alter. Da hatte diese eine Scheibeneckenscheibe fast einen halben Meter Durchmesser. Das war krank. Ja, Hatzenbichler. Ganz kurz vorbei. Da war noch so ein autonomes Lemken-Gerät. Das war auch ganz interessant, aber naja. Da war auch noch eine. In irgendeiner Halle, ich weiß gar nicht, welcher das war, da war nur so autonomes Zeug drin. Oder ganz viel davon auch. Ach, so ein, und Weltraumfarming war auch ganz, hat auch einen Stand gehabt. Ja. Unia-Stand war da auch mit dieser, mit so einer Presse und ein paar anderen Sachen. Weiß nicht. Auf den Bildern immer schwer. Wenn du alles fotografieren willst, dann bist du nur am Machen. Und ich wollte ja auch was sehen. Hier der Stein ist aus dem LS, der auch immer krass zu sehen. Der ist so dermaßen massiv gemacht, das ist krank. Immer noch mal so eine riesige Sägemaschine gehabt, so eine, also was heißt riesig, aber die war relativ groß. Bettner, auch ein richtig schöner Stand gehabt, wieder nur ein Bild hier. Ich glaube im Videozusammenschnitt haben wir noch ein bisschen mehr Bettner Action. Die hatten auch Tiefenlockerer am Start und alles mögliche. Jetzt habe ich nur hier diese Sägemaschine, die ich aber richtig geil finde. Das ist auch die. Ist eine richtig geile Sägemaschine auf jeden Fall. Genau, Horsch müsste das jetzt sogar schon sein. Genau, Horsch. Auch halbe Halle gehabt, Horsch. Selbstfahrerspritze, die kennen wir ja. Und Grubber gehabt. Ja, wieder nur die Hälfte, Alter. Ich weiß nicht, wo die ganzen Bilder sind. Beziehungsweise, ich habe halt echt viel gesehen und dann doch nicht fotografiert, weil ich es einfach vergessen habe. Aber egal. Da hatten die auch Grubber technisch und Sägemaschinentechnisch war Horsch. Alles, was die gehabt haben, war da. Genau, Kuhn, Futtermischwagen, Kramer stand. Da war ich auch ein bisschen länger. Der war dann auch in der John Deere Halle übrigens. John Deere und Klaas haben sich quasi in der Halle geteilt und Kramer hat sich da auch noch mit reingequetscht. Teleskoplader, Radlader, alles am Start. Ja. Kleiner 3R am Start, 9R. Der wurde auch ausgezeichnet auf der Messe. Genau, dann haben wir hier den T670i Drescher am Start. Es war auch ein X9 drin, oder? Ich bin mir nicht sicher, da stand nämlich nichts drauf, ey. Drüben, neben dem X9RX, stand, glaube ich, der X9 Drescher. Genau, 7R noch am Start. Hier nochmal eine Mähkombi an einem 6R dran. Mit diesen neuen Michelin-Reifen, die je nach Druck, genau, wenn du viel Druck fährst, ist er ein Straßenreifen. Und wenn du wenig Druck fährst, hat er das fast dasselbe Profil wie normale Aggerreifen. Auch ganz interessant. Was halt vor allem beim Spritsparen wichtig ist. Oder wenn du Spritsparen arbeiten willst, weil du ja auf der Straße mehr verbrauchst, wenn du mit tief profilierten Reifen fährst. Genau, da sieht man nochmal vorne und hinten. Da ist der 8RX. Ich finde, das ist ja einer der geilsten Bulldogs, die es von John Deere gibt. Genau, von hinten auch nochmal richtig geiles Teil. Der ist auch in echt nochmal massivst größer, als man sich so vorstellt.
Genau, direkt danach kam dann Klaas. Die hatten zweimal den 12.000er Xerion am Start. Ich fand es fast wegen schade, dass sie den normalen Xerion nicht da hatten. Genau, aber das ist jetzt hier, glaube ich, ein 900er Axion mit Mäh-Kombi. Hier hatten wir Scorpion und Trion. Scorpion und. Wie heißen die Radlader? Thorion am Start. Irgendwo müsste, genau, da ist noch der große Thorion. Scorpion. Dann hatten wir hier einen Jaguar ganz normal mit Rad. Hier hätten wir den Axion TT noch. Kommen wir auch rein. Du kannst wirklich in alles reingehen, was nicht abgesperrt war. Hier haben wir den Jaguar TT noch. Da war so viel los. Außenrum bin ich leider wirklich. Da hätte ich ewig rumstehen müssen, bis ich da mal vernünftig hingekommen wäre. Genau, da ist der 12.000er Xerion. Den hatten sie zweimal da. Einmal für die Class Connect Präsentation und hier einmal nochmal den Bulldog an sich. Ist ein fettes Teil. Der ist also, der gliedert sich so mit dem 8, Quatsch, mit dem T9 Quadrac und so weiter ein und 9 RX zum Beispiel. Ist ja aber, soviel ich weiß, nicht, also der normale Xerion, also der 5000er, der bleibt ja bestehen und das ist nochmal ein zusätzlicher Xerion, der dann dieses, der ist ja dann kein System-Bulldog, der normale Xerion ist ja ein Systemschlepper. Und das ist ja einfach ein großer Aggermonster einfach. Genau, Evion, der neue Drescher von Klaas war auch da. Und ein 8000er Lexion natürlich auch. Und ein Trion war auch am Start. Und das ist nämlich der Trion. Der war nämlich offen. Genau, da war noch so ein älterer Klaas am Start. Und dann ging es auch schon die Kronenhalle. Also der Klaas-Stand war ein bisschen, ja, war auf jeden Fall riesig. Also am meisten geschockt hat John Deere und New Holland die Stände, weil die haben richtig Party hart gemacht. Die anderen waren dann alle sehr entspannt, sagen wir mal. Ja, wobei die Akkuhalle war auch heftig mit Valdra, Massey Ferguson Fendt. Genau, hier Schwadro, vierkreises Schwader am Start, Mähwerk Kombi, Ballenpressen waren am Start, Big Pack, Premos, Comprima. Alles am Start gewesen. Hier die Premos nochmal noch. Die ist auch in echt viel größer, als man sich's vorstellt. Hier Häcksler. Das müsste der 500er sein. Und das da drüben war der 1100er mit der verstellbaren Kabine. Genau, Anderson auch ganz interessant gewesen. Das Ding ist eine Maisballenpresse. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass es die Dinger nur von Göweil gibt. Und auf einmal waren da drei andere Marken, die auch Maisballenpressen gebaut haben. Ja, und irgendwann zum Schluss habe ich dann Göweil gefunden. Hier ist nochmal dieser Anderson Ballenwickel-Roboter. Oder Ballenwickel, ja, Tunnelmacher. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Big M am Start. Elho mit Steinesammel sind echt auch so viel größer, als man sich den vorstellt. Auch mit Mähwerke am Start gewesen. Pöttinger auch ganz interessant. Da fand ich jetzt schade, da habe ich jetzt nicht fotografiert. Vielleicht ist es in den Videoaufnahmen mit drin. Da war noch dieser Alpin-Boss-Ladewagen und der stand dann da auch an so einer Schräge. Das war auch ganz interessant. Schwader und so weiter natürlich auch am Start. Genau, hier ist die Göweil, die sind echt auch nochmal so riesig. Das ist unglaublich. Wirklich, wie, also teilweise war es klar, ne, bei den ganzen Bulldog und Drescher, da wusste man, die sind groß. Das war jetzt kein Schockmoment. Aber so Sachen, die du noch nie in echt gesehen hast, oder ich, wie die zum Beispiel so eine Göweil oder so ein Steinesammler, da denke ich mir, die sind in echt nochmal so viel größer, als sie immer aussehen. Genau, Bergmann, Twin Bunger, Überladewagen, finde ich immer ganz geil, kann so zwei verschiedene Sachen laden. Da waren auch Häckselwagen, war von Bergmann noch da. Und Ladewagen, glaube ich, auch, bin mir jetzt nicht sicher. Silo King, erst dachte ich, das ist der größte Futtermischwagen auf der Messe, aber da gab es dann noch einen mit 40 Kubik. Der war nochmal doppelt so lang gefühlt. Hier meine Silo-Raupe heißt das Ding. Ist nicht Prinot, also nicht die Marke Prinot. Aber ich glaube, dass das einfach eine Prinot-Pistenraupe ist, aber jetzt halt unter dem Namen Silo-Raupe fährt. Hier haben wir nochmal so, ich habe jetzt die Marke gar nicht, ja, VG steht drauf. Das ist so ein Überladewagen-Anhänger, so wie man es von Anna Burger kennt. Ja,
Holmer auch riesig, dieses Ding. Vor allem der Erntevorsatz ist riesig gewesen. Der hat safe 5 Meter gehabt. Terrados 5 ist eben übrigens auch der neue. Genau, Holmer Terra-Variant. Mit in Schwarz. Auch sehr geil. Das Ding ist auch viel größer, als man sich es vorstellt. Hier haben wir diese VF-Dinger noch. Ja. Hier waren wir dann schon bei Grimme. Das war auch alles eine Halle. Ropa, Grimme, D-Wolf und Holmer. War alles eine Halle Kartoffel-Rübentechnik. Genau, D-Wolf hier. Das ist übrigens ein, jetzt muss ich lügen, das müsste ein Rübenernter gewesen sein. Nicht der Gemüseernter, aber so ein Gemüseernter war auch da mit Anbauvorsatz. Habe ich wieder keine Folge gemacht. Ne? Ropa auch am Start. Oxbow war auch ein relativ kleiner Stand. Aber die hatten diesen 12 Meter Bunchwalder da, den ich ganz geil finde. Und eben diesen Gülle-Selbstfahrer. Und diese Ansaugrohre, die sehen wir auch in der Gülle-Bomberhalle noch. Die sind solche Geräte, Alter. Die sind so riesig. Genau hier der Bunchwalder von Oxbow noch. Genau, das hier ist übrigens dieser 40 Kubik Futtermischwagen. Der ist nochmal fast 3 Meter länger wie der von Silo King. Ne, von Kuhn war der, oder? Also schauen wir schnell zurück. Silo King. Silo King. Genau, hier nochmal. Das war dann die Halle, glaube ich, mit diesen ganzen kleinen Marken. Das ist auf jeden Fall Knoblauch-Erntegeräte und Sämaschinen. Genau, McCormick hat da auch einen Bock geschossen mit dem Ding. Keine Ahnung, was das ist. Aber ansonsten auch ganz stabil. Landini war da hinten dann auch, aber die hatten fast nichts da. Genau, gehört ja eh zusammen, eh dasselbe. Ja, da waren wir bei Fendt. Also in der Akkuhalle bei Fendt, Waldraun und Massey Ferguson war alles auf einem Haufen. Der neue 728, der neue 9S, der auch richtig brutal groß ist. Genau, nochmal ein Telelader da gewesen von MF. 942 mit Zwillingspflegebereifung, 1050 am Stahl und eine MT-Raube, die auch recht groß ist. Aber die ist sau niedrig, finde ich. Also ich fand die echt niedrig, die Raube. Genau, der CNT Ideal Drescher war auch da oder ideal. Diese Fendt-Spritzer war auch noch eine andere mit einer Haube vorne. Die fand ich aber ganz komisch. Der neue 600er Fendt. Fendt-Teleskoplader kennt man jetzt mittlerweile auch. Da war nochmal ein 200er und eine Presse. Genau, das ist ein Valtra Q-Serie. Das ist die neue S-Serie, Freunde. Die gefällt mir richtig gut jetzt so ein bisschen. Die Front erinnert mich übelst an den Helm von Kylo Ren irgendwie. Das ist der neue S, das wurde jetzt, alle Valtra-Baureihen wurden ja mit dem neuen, mit der neuen Kabine und dem neuen Bedienkonzept ausgestattet. Und dann in dem Zug kam ja die Valtra Q-Serie neu rein, die ja zwischen der T- und der S-Serie die Lücke schließt. Und jetzt wurde die neue S-Serie vorgestellt. Genau, hier mal Valtra Unlimited, das ist auch sehr geil, was du da wirklich alles machen kannst mit Valtra Unlimited. Alle Farben, die es gibt, kannst du drauf klatschen. Soundsystem hast du drin. Du hast Chromteile, du hast Carbonteile. Kannst machen, was du willst mit dem Ding. Das ist sozusagen Valtra Unlimited, ist die Tuning-Marke von Valtra, kannst du sagen. Genau, und dann kam er zu die Gülle-Bomber schon. Samsung Fässer und das hier, Kuhm-Technik, das hat wirklich gekickt. Ich habe die. Das ist eine relativ neue Marke tatsächlich und die haben riesige, das sind riesige Bomber, dieser Saugarm. Dieser Saugarm, der ist so massiv, riesig, diese Ansaugrohre sind solche Brummer. Boah, das ist riesig. Und dann gab es das Fass noch, ach scheiße, ich gehe in die falsche Richtung. Genau, das nochmal als Dreiachser und das Ding war absolut krankhaft groß, also wirklich absolut krank. Genau, hier hat man noch bei Zunhammer war noch mal so ein Xerion Saddle Track. Der stand dann bei, jetzt muss ich lügen, Annaburger oder ich weiß gerade nicht. Nee, Scouten oder Schauten oder wie die heißen. Irgendwo stand der da noch mal. Annaburger haben wir hier, ÜLW am Start, Kipper am Start, Miststeuer am Start gewesen. Genau, hier haben wir noch ein paar Güllebomber. Ah, bei Kaweco, na, lol. Da stand er nochmal, genau. Fredo Güllefahrer war auch am Start. Also Gülle-Bombertechnik war richtig viel. Und richtig großes Zeug. Das ist wirklich. Gülle-Technik ist wirklich krank, wie riesig das eigentlich ist. Ne?
Genau, da haben wir hier Forstmulcher gehabt, die Forsthalle, die bin ich auch durchgerusht, also Forsttechnik interessiert mich ja eh wenig. Hier nochmal so ein ähnliches Ding wie der Diamond. Ich hätte fast gehofft, dass der Diamond da gewesen wäre, weil den mag ich eigentlich oder den finde ich ganz geil. Aber jetzt bloß das Ding da, so ein Holzhacker-Selbstfahrer. Und der neue Jens, Holzhacker-Selbstfahrer mit der verstellbaren Kabine. Das ist jetzt sozusagen die neue Jens Cobra, würde ich jetzt mal behaupten. Da stand dann auch der 7810 nebendran von Alinas Landleben. Aber da war auch die Hölle los. Genau, hier nochmal so ein Volvo-Truck mit Palfinger-Aufbau. Quatsch, nicht Palfinger. So ein komischer Aufbau halt. Genau, hier waren nochmal zwei Fan-Traktoren draußen gestanden und dann war es das auch schon. Dann bin ich nämlich zum Schluss noch einmal zu New Holland zurück, habe mir da noch was aus dem Shop geholt. Und genau, bevor ich nach New Holland zurück bin, bin ich nochmal durch Halle 15, 16, 17 durch und das war eben die Kleinteile, Getriebe, Motoren, Lichter, Karosserieteile und so Zeug. Das hat mich alles dann nicht interessiert, habe ich einfach mal schnell durch. Ja, vermisst habe ich eigentlich fast niemanden, außer vielleicht Liebherr mit Radlader und Teleskoplader, wäre noch ganz geil gewesen. Aber ansonsten war das echt geil, also man muss es wirklich mal gesehen haben, aber wie gesagt, eigentlich reicht. Also für jemanden, der das nur anschauen will, der jetzt nicht überall reingehen will, der jetzt nicht bei jedem Stand irgendwelche Infos von den Mitarbeitern haben will, reicht ein Tag. Und der sich halt wirklich für die Maschinen und nicht für diese Kleinteile interessiert. Na, da war auch eine halbe Halle nur mit Ballenschnur und Ballennetzen und Folie. Das ist für Leute, die das dann brauchen, interessant, aber für mich jetzt war es jetzt nicht so interessant. Deswegen konnte ich da immer schnell durch und habe da eigentlich an Zeit gespart. Und auch da ich jetzt nicht zu diesen Leuten hin bin und da groß nach Informationen und so weiter und kaufen und was weiß ich alles, war das relativ schnell machbar für mich. Oder relativ zügig. Ich habe halt wirklich das angeschaut, was ich wirklich anschauen will. Da bin ich auch länger geblieben, habe mir das schön angeschaut und habe da auch wenig mit den Leuten gequatscht. Na, zum Beispiel beim MF, bei JCB, bei New Holland, na, oder in Akkuhalle, 10H-Halle war wichtig. Der JCB stand, die Anhängerhallen fand ich auch ganz interessant mit den Hakenlift und mit den Erdmulden. Radladerhalle, da war eine Halle nur mit Telelader und Radlader, die war auch ganz geil. Da war ich ein wenig länger und ansonsten ging es eigentlich auch relativ zügig durchzugehen. Klar, wenn man dann mit mehreren Leuten da ist, dann will der dahin und dann da braucht man da auch nochmal länger, aber so war das alles in einem Tag easy machbar. Ja, ansonsten. Jetzt im Anschluss direkt die Geschenke auspacken, würde ich mal sagen. Und dann war es das mit dem Agritechniker 23 Video. Ich hoffe, es hat euch dann trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt kein klassischer Vlog war. Aber ich finde die Methode einfach viel entspannter und chilliger. Ja, gut, ziehen wir das gar nicht lange in die Länge. Es geht jetzt gleich weiter. Und ja, ich übergebe dann an den Kollegen, der jetzt die Geschenke auspackt. Bis gleich. Thank you.
vom Agritechniker-Video. Neuer Hintergrund, neue Kamera, neue Möglichkeiten. Wir packen heute meine Geschenke und Einkaufungen von der Agritechniker aus. Oder was ist heute? Das ist ja immer noch dasselbe Video. Erstens, zweitens, drittens. Vorab, ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem, auch wenn es ein bisschen anders ist. Ich hoffe, es passt alles, funktioniert alles. Und wir starten mit der ersten Tüte direkt. Und zwar New Holland, Freunde. Ich war bei New Holland am Stand und habe da eingekauft. Da habe ich nichts geschenkt bekommen. Und zwar als erstes eine Trucker Cap, also so eine Trucker Cap mit diesem Gitter hinten dran. Und dem New Holland Logo. Und dieses New Holland Logo, das ist aus so ganz feinen Gummihaaren gemacht. Also das kann man so an sich, das fühlt man so, ne? Ja, dieses Karton-Ding, das können wir rausnehmen. Ja, New Holland Kabel am Start. Finde ich geil. New Holland, richtig nice. Vor allem die Drescher und Punto Drescher. Geht's auch gleich weiter. Ich habe mir einen New Holland Drescher aus Stoff gekauft. Genau, der ist auch richtig geil. Das packen wir noch gleich mal aus. Der ist übrigens auch, also wie gesagt, auch gekauft. Ja, das ist ja der CR11 oder C90, nicht CR11, CR90, eben als Drescher. Finde ich richtig cool. Ist auch richtig weich. Passt auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich glaube, die Kamera könnte noch einen Ticken tiefer eigentlich. Wartet mal kurz. Hallo? Ob es jetzt besser ist, keine Ahnung. Ein bisschen krumm. Warum ist das jetzt so krumm? Jetzt hat. So lassen wir es gelten. Ja, New Holland, das war alles von New Holland. Wie gesagt, da hatte ich die ganze Tasche und jetzt, ich zeige es euch ganz kurz, Freunde. In der Tüte sind lauter Geschenke und Einkäufe von sämtlichsten Markenstände. Ich habe ziemlich viel mitgenommen, aber ich habe auch nicht überall was mitgenommen. Also Sachen, die mir gar nichts gesagt haben, habe ich jetzt einfach nicht mitgenommen. Genau. Fangen wir mal mit ein paar Poster sind dabei. Fangen wir direkt mal mit einem an und zwar mit dem von Klaas. Das ist auch das Einzige, was ich von Klaas mitgenommen habe. Und zwar hier der neue Xerion auf dem Poster. Und dahinter einfach nochmal hinten drauf die ganze Produktpalette von Klaas, die aktuelle. Ja, riesiges Poster. Posterladen überall rum. Jetzt machen wir auch mit den Postern weiter. Insgesamt sind es noch zwei. Ja, hier haben wir, die sind ein bisschen zerknittert. Eins von John Deere und Bettner. John Deere und Bettner. 9er X und der große 12 Meter Bettner Grubber. Sehr geil. War bei Bettner, nicht bei John Deere. Genau, und dann haben wir noch einen Poster. Die sind alle ein bisschen zerknittert, aber ich habe eh keinen Platz, die aufzuhängen. Schauen wir mal, was ich mit denen mache. Das müsste, genau, das ist das von Joskin. Oder Joskin. Und zwar hier ein Case mit einem Miststreuer. Bei Joskin, die haben mit Poster eh dezent übertrieben. Du hättest vor jedem Gerät, was die da hatten, hättest du da ein Poster holen können. Ich habe einfach das erste Beste genommen. Da war dann zwar noch eins mit dem 31 Kubik Kipper und einem John Deere Drescher. Ja, machen wir dann, glaube ich, mit dem geilsten Geschenk auf der ganzen Messe weiter, was ich jetzt bekommen habe. Und zwar von PKT Reifen haben wir einfach einen Fußball bekommen. Den haben die da rausgeschmissen. Also jeder, der durch den Gang gegangen ist, der kam nicht ohne Reifen. Ohne Ball. Ja, richtig geil. Ist, glaube ich, das geilste Geschenk gewesen, was es auf der Messe gab. Ja, dann machen wir weiter mit einer Sache, die ich dann noch gekauft habe. Und zwar beim Profi-Stand habe ich gekauft. Eigentlich wollte ich den Fast-Truck im Mercedes, im MB-Truck-Design kaufen. Der war aber schon ausverkauft. Dann habe ich mich spontan hier für eine Decke entschieden. Die fand ich dann auch sehr geil, sag ich mal, ja. Eine Kuscheldecke einfach.
zeige euch jetzt einfach mal hier und danach, da sind einfach ein paar Bulldogs von ein paar Marken drauf. Der JCB hat mich natürlich gecatcht, aber auch der John Deere, der Fendt, der Deutz, der Glas, die sehen alle Bombe aus. Ein Cedor ist auch dabei, finde ich richtig geil. Die fallen mir auch richtig weich, also die, boah, die ist richtig weich und richtig, Alter, die ist riesig, Alter. Wartet mal, tschüss mal. Die ist riesig. Alter, ist die riesig. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie so groß ist. Alter. Die passt gar nicht aufs Bild. Ich zeige euch die zum Schluss nochmal. Ich lege die mal schnell auf Seite. Die ist riesig. Die ist riesig und weich, Alter. Das ist aller bester Kauf auf der Messe. Und so teuer war die gar nicht. Die hat gekostet, ich glaube, 34 Euro. Beim Profi-Stand. Richtig geil, richtig, richtig geil. Ja, machen wir weiter. Das waren ja, glaube ich, schon die spannendsten Sachen. Bei John Deere war ich auf jeden Fall extrem enttäuscht vom Stand. Sowohl der Fanshop als auch geschenketechnisch. Beim Stand selber habe ich nur diese Tüte da abgekrapscht. So eine räudige Papiertüte. Keine Ahnung. Und der Fanshop, der war für Kleinkinder, da war nichts Vernünftiges dabei. Aber ich habe noch mehr bekommen. Und zwar von John Deere Prediger, heißen die, glaube ich. Ich weiß aber gerade gar nicht, was das alles war. Ach ja. Und zwar von den John Deere Predigern, das waren zwei Leute, die sind über die Messe gelaufen, die haben hier überall haben die Sachen von John Deere verteilt. Und zwar, was ich richtig cool finde, den 8R, Quatsch, den 6R von Siku. Ich habe den zwar schon als Siku-Sammler, aber trotzdem geil. Und John Deere Schnürsenkel gab's. Auch ganz cool. Ja, passt auf jeden Fall. Das ist cool. Alles andere bei John Deere am Stand war nicht so geil. Also, Schenke und Fanstand technisch von den Maschinen war es Bombe. Das habt ihr ja schon gesehen in den Videos und in den Bildern. Genau, machen wir dann, glaube ich, mit dem heiligsten Stand weiter, mit dem, wo ich am längsten war. Und zwar bei unserem JCB-Stand. Da habe ich geschenkt bekommen tatsächlich. Eigentlich 10 Euro, ich habe sie geschenkt bekommen. Auch nochmal an der Stelle danke für die Pizza. Ich habe auch eine Pizza da bekommen von denen. Die Agritechnica 23 JCB Deutschlandkappe. Auch sehr geil. Mit dem neuen Logo auch. Die ist richtig geil. Können wir gleich mal wechseln von New Holland auf JCB, oder? Aber wir müssen gleich nochmal Kabel wechseln, weil es war nicht die letzte. Und zwar die habe ich aber gekauft, die ist nicht geschenkt. Ich tue auch gleich dieses Papyrus raus, sonst vergesse ich das. Und zwar, oh Kacke, ja, bei Bobcat habe ich mir noch eine Kappe gekauft. Und da fand ich richtig geil, die hat Bobcat dieses Logo ist da so reingeritzt, diese Krallen, finde ich richtig nice. Ja, Bobcat-Kappe. Bobcat-Stand war auch richtig Bombe. Genau, dann. Jetzt haben wir eigentlich alles Wichtige durch, sag ich mal. Hier bei Fendt. Bei Fendt war ich auch standtechnisch richtig enttäuscht. Ja, da gab es dann bloß diese Latest Drive Fendt-Karte, was weiß ich. Abfall. Standplan und ein bisschen so Zeug. Das Haus, wie es ist. Fanshop bei Fan. Ich habe den nicht gefunden, ne? Ich habe keine Ahnung, wo der war. Und Schenke gab es keine bei Fan. Fand ich auch echt schade. Aber bei Fan hätte ich auf jeden Fall irgendwas mitgenommen. Achso, wir waren ja schon beim JCB-Stand. Ach nee, das ist noch nicht. Warte mal. Hier. Bei JCB gab es dann auch noch einen Duftbaum dazu. Den gab es aber für alle geschenkt. Vom Teleskoprad, ne Quatsch, das ist nur der Teleskoprader vom Agri Pro. Duftbäume gab es übrigens noch eine, wenn wir schon dabei sind, und zwar bei LH vom Steinsammler gab es noch einen Duftbaum. Ja, auch not so bad.
Und noch eine Tüte von Heizomat. Das sind die, die diese Holzhacker bauen. Also, oder auch Holzhacker bauen, so wie Jens und so weiter, aber eben Heizomat. Bei meinen Freunden von IT-Runner. Ich dachte, das sind Aufkleber. Okay. Ich dachte, das sind Aufkleber, aber das ist nur so eine. Nochmal so ein Zettel mit den verschiedenen Mulden und so weiter. Das war von meinen Freunden von IT-Runner. Ja. Ich dachte, es sind Aufkleber. Egal. Dann habe ich hier von Acroliner. Ich war so lange an diesem Hakenlift-Ding gestanden. Dann kam einer zu mir und sagte, ja, was. Ja, sie gucken da so. Interessieren Sie sich dafür? Und ich so, ja, schon und so, bla bla bla. Und dann hat er mir das in die Hand gedrückt, so eine Broschüre von Acroliner, wo es halt wirklich um die Hakenlift-Dinger geht. Ja, ich so schnell werde ich mir jetzt keinen kaufen. Genau, hier ist noch Müll. Den habe ich auch mitgehen gelassen. Dann habe ich bekommen von Vicon, genau. Vicon hat Brillen verschenkt, Sonnenbrillen, eine von Vicon hier. Bei Quicke Frontlader gab es einen Bieröffner. Es gab auch noch einen Bieröffner, aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Da, der ist von Lemken. Lemken hat auch Bieröffner, sieht jetzt überhaupt nicht, ne? Leider auch nicht so spannend. Beim Gülle-Selbstfahrer gab es einen Kugelschreiber und so eine Kleingeldtasche oder keine Ahnung. Da was drin ist? Nee. So eine Kleingeldtasche, die ist von Fredo, von dem Gülle-Selbstfahrer. Genau, hier habe ich mir direkt nochmal was und zwar von Wiese Aufliegerbau, den Hakenlift-Auflieger, den fand ich auch ganz interessant. Das habe ich mitgenommen, das hat mir keiner gegeben. Und dann haben wir hier bei Tatra, gab es noch so ein Schlüsselband von Tatra. Auch ganz okay. Und hier haben wir bei Amazon. Ne, Quatsch, doch Amazon, ne, war das. Ne, keine Ahnung, wer das ist. Woher habe ich den, Alter? Schmotzer. Hä, ich hatte doch von Amazon auch eine. Kugelschreiber gab es jetzt hier noch. Ich habe sage und schreibe zwei Kugelschreiber. Normalerweise gibt es das doch überall. Ja, ansonsten, das war's das. Natürlich die Tüte hier noch. Die war von Fliegel. Tüten war eh so eine Sache. Also Tüten habe ich Fliegel halt so mart und diese komische Papiertüte von John Deere. Es hätte noch eine JCB-Tüte gegeben, aber als ich am Stand war, waren die schon weg. Und es gab auch noch eine Fendt-Tüte, die war aber auch schon weg. Genau, das war das einzige Geschenk bei Fendt, was ich entdeckt hätte. Beziehungsweise ich habe es nicht bei Fendt entdeckt, die Leute sind damit rumgelaufen. Aber als ich dann da war, gab es keinen mehr. Weil Fendt war ich wirklich ziemlich als letztes. Ja, finde ich richtig geil eigentlich alles. Ja, Geschenke, die man also mitnimmt. Genau. Wie gesagt, gekauft habe ich eigentlich nur die New Holland-Sache, die Bobcat-Kappe und die Decke bei Profi. Die habe ich gekauft. Genau, ansonsten bei JCB habe ich die Kappe geschenkt gekriegt. Die hätte man ja auch kaufen müssen. Und. Die Decke. Noch irgendwas? Nee, ja. Ansonsten, ich zeige jetzt die Decke noch im ganzen Ausmaß und dann war es das eigentlich auch mit dem Video, würde ich sagen. So, machen wir einmal hier. Ich benutze übrigens das erste Mal meine Kamera hier. So, zack. Nehme ich euch jetzt hier mal richtig mit. Das ist die Decke, die ist riesig, die ist fast so groß wie mein Teppich. Hier, Valdra, Klaas, John Deere, Steyr.